Ja, Marco, es gibt wüstere Tage, wo man Skirennfahrer sein kann. Ja, definitiv. Erste Tag in Wengen und ja, perfekte Bedingungen. Alles ist weiss, wie es geschneit hat vor ein paar Tagen. Schönstes Wetter. Super stark gewesen. Winterwonderland und nachher kann man so schön auf einer abgesperrten Piste fahren. Wie ist es jetzt gesehen, hier im Angesicht von Eiger, Mönch und Jungfrau? Ja, sehr spezieller Tag für mich. Jetzt eben das allererste Mal hier an dem Leiberhorn, schon vor 15 Jahre, also 2006, hatte ich hier mal ein Jugendrennen, das Kinderrennen, und jetzt Jahre nicht mehr da gewesen. Und von dem her, ja, wenn man da am Start steht, eben Eiger, Mönch, Jungfrau, das gewaltige Bergpanorama, das ist sehr, sehr eindrücklich. Jetzt ist ja das eine ganz lange Abfahrt, die Leiberhornabfahrt. Ist für dich am Morgen ist noch etwas mehr zum Morgen gegessen, wenn du gewusst hast, dass du so lange fahren musst? Nein, das nicht, aber ich habe dafür noch eine Bratwurst gegessen nach der Besichtigung vor dem Start. Aber das lasse ich glaube am Rennen eher lassen. Ja, sag mal, was isst du am Renntag zum Morgen? Was ist so Breakfast for Champions? Ja, meistens etwas gleich. Ich habe so einen Vitamindrink, einen Kaffee und nachher normal irgendein Büchermüsli, Haferflocken mit ein paar Früchten und dann meistens noch ein Brötchen mit Konfi oder wenn es hätte, ein bisschen Rührei. Und hast du da eine Routine? Also es ist eigentlich immer genau das Gleiche oder tut man nicht mehr experimentieren? Nein, also ich sage jetzt einmal, das ist halt ein bisschen hotelabhängig. Das ist nicht immer das gleiche Buffet natürlich und ich bin jetzt einer, der das relativ locker nimmt und die meisten haben irgendwie ihren Morgensack und nehmen ihre Haferflöckchen, Nüsse, alles mit. Aber das mache ich nicht und von dem her ist es das, was es gibt. Wenn du nachher so einen Renntag vor dem Rennen, wie wärmst du dich auf vor dem Rennen, dass dann nachher deine Muskeln und alles parat sind? So ein Warmes ist meistens irgendwie ja, dreimal am Tag, sage ich jetzt. Schon am Morgen, bevor man aus dem Hotel geht, sind es so vielleicht 5 Minuten. Nur einfach kurz ein bisschen den Körper mobilisieren, dass man einigermaßen ja, geschmeidig aus dem Haus schon geht. Nachher ist es meistens im Team Hospitality nach der Besichtigung, nach dem Einfahren, wo man noch einmal aus den Skischuhen geht, ein bisschen Laufschuhe, ein bisschen Rumpf tonisieren, einfach den ganzen Körper ein bisschen ja, nochmal wachrütteln. Und dann ist es dann unmittelbar noch einmal vor dem Start, etwa 10-15 Minuten. Ja, so ein bisschen das klassische Beinschwingen und ja, ein klassische Einwärmbewegungen. Ist das etwas, das auch ein bisschen empfehlen kannst, einem normalen Skitourist, sich aufwärmen, bevor sie gehen fahren? Ja, würde sicher jedem helfen. A, zum ja, wahrscheinlich auch besser Skifahren und B, natürlich gegen Verletzungen. Ich sage, man muss nur schon mal jeden Winkel ein bisschen mit den Knien, den Rücken, rechts, links ein paar Mal bewegen und dann ja, zwickt es einem vielleicht schon einiges weniger in den Rücken oder ein bisschen mehr weh. Jetzt fährst du Rennen, dort ist das Physische sehr wichtig, aber es gibt auch hier die 15 cm von der linken zur rechten Schläfe, das mit dem Mentalbereich. Was ist das Aufwärmen mental? Hörst du noch spezielle Musik, um dich einstimmen oder auch sonst Gedanken, die abrufst vor dem Rennen? Nein, Musik höre ich eigentlich nie. Aber es ist klar, das Mentaltraining, ich glaube, das fängt eben irgendwie mit einer Routine am Morgen schon an. Und mit dem Visualisieren vom Live x-mal, bis man dann wirklich am Start steht. Und nachher ist klar, so die letzten paar Minuten ist man schon in dem Tunnel drin, im vollen Fokus. Und ja, hat noch so ein paar Gedanken auf ein paar Sachen, die man schauen will. Ich mache so ein paar Glaubenssätze, die ich immer wieder wiederhole, um ja, einfach in den Rennmodus zu kommen. Wichtig ist ja auch, also du bist in einem Renndress, hast ein bisschen weniger an als jetzt. Hast du ein Anziehritual vielleicht auch am Morgen? Nein, das habe ich nicht. Der Schüster hat das zum Beispiel, der legt immer zuerst den Helm an und nachher die Skischuhe. Das macht keiner anders. Sonst so. Aber ich habe das nicht. Ich gehe zuerst in die Schuhe rein und am Schluss den Helm. Jetzt ist das eine der Dress, den man sieht. Du hast jetzt auch bei X-Bionic die funktionale Wäsche. Kannst du mir ein bisschen sagen, ist das, verleiht dir das ein gutes Gefühl? Du hast das ja schon länger an. Genau, es ist super Material, super Qualität. Wir kommen zwar alle Jahre Nein über, aber das ist wirklich das, was man fast am wenigsten würde Nein bräuchte, weil es einfach nach einem Jahr noch super Zweck ist. Es ist auch das, was meine Kollegen nach einer Saison schnell mal fragen, hey, hast du noch etwas Neues? Weil die Qualität einfach so super ist und wir halt schon wieder Nein überkommen. Und ja, es gibt warm, es ist schön gäbig zum Tragen und schlussendlich auch wichtig, es stinkt fast nicht. Also ich finde auch, dass wenn man halt so viel anhat, ist das auch wichtig. Wie ist jetzt das? Eben, das
ich glaube, Frager, der Spider-Man kommt ja ein bisschen Superkräfte über, wenn er in seinen Anzug reinsteigt. Also mit der Unterwäsche und dem Rennanzug nachher. Vielleicht nicht wie Spider-Man, aber einfach auch gerüstet für alles, was kommt vom Tag. Ja, Superkräfte gibt es glaube ich nicht, aber es hat sicher so einen mobilisierenden oder auch durchblutenden Effekt, weil es eben doch sehr eng geschnitten ist und mit den Strukturen, die es haben. Da ist eine riesige Wissenschaft dahinter und ja, wichtig ist schlussendlich schon, dass man sich warm und wohl fühlt am Start. Und ich hatte jetzt noch nie Angst gehabt, dass etwas passiert und das hat ja, verschiedene Gründe, ist klar, aber das ist auch mitunter ein Grund. Es gibt Lake Louise, dort kann es sehr trocken, minus 30 Grad sein. Es gibt aber auch Weltcup-Finals, wo fast in den kurzen Hosen könntest fahren. Das geht in allen Situationen. Ja, wir haben natürlich auch genug Auswahl, sage ich jetzt einmal. Ja, wenn es kalt ist, legt man noch etwa ein Jäckchen darunter mehr an. Und T-Shirt haben es natürlich auch, aber es ist schon auch eine Technologie dahinter, dass es eben die Körpertemperatur reguliert, also wärmt oder kältet. Und von dem her passt mir das eigentlich immer gut, ja. Du bist im Moment von ganz vielen Jungen bist du das Vorbild im Skifahren natürlich. Ja, Gewinnertyp, cool, auch sonst. Hättest du selber früher auch Vorbilder gehabt? Ja, ich hatte eigentlich immer den Didier Güsch als grosses Vorbild gehabt. Ja, als junger Bube ihm immer nachgeifert und riesig emotional dabei gewesen, an den Rennen bei ihm. Und als er dann ja, langsam die Karriere beendet hat, ist das für mich auch ist das, ein das Ende von meinem grossen Idol. Er konnte dann immer diese grossen Fußstapfen übernehmen. Wenn man dich so sieht jetzt, oder? Aber auch du hast eigentlich angefangen mit dem Skifahren. Du bist auch noch nicht gerade mit 150 der Hans drauf gekommen. Kannst du dich noch erinnern, was ein wichtiger Tipp war früher von deinem Skilehrer oder von deinem Vater, der ja dir sehr viel so gegeben hat, was einfach ein bisschen wichtig ist, was du heute noch befolgst? Du hast vorhin auch gesagt, du hast so gewisse Sätze, die dir in dir Ja, es ist jetzt vielleicht noch schwierig, einen Punkt zu nehmen, aber schlussendlich ist es schon, dass über den Aussenski kommen, das hat mich auch in den letzten Jahren, jetzt habe ich es langsam, hoffentlich bleibt es ein bisschen so im Griff, aber viel ist eine der grössten Fehlerquellen auf den eben, wenn man nicht über den Aussenski kommt und einen Innenski Fehler macht, das ist sicher das, was man heute eben zum Beispiel auch am Start noch sagen gut über den Aussenski. Es ist ja das Schweizer Team, ist die letzten zwei Jahre Nummer 1 gesehen. Mann, wie auch nachher mit die ganze Nation, ist ja, so eine Eigenheit von dem. Was ist einzigartig jetzt im Swiss Ski Team vielleicht auch? Was ist so? Man muss sagen, das ist outstanding. Ist wahrscheinlich jetzt nicht nur irgendetwas, es ist einfach eine Kombination. Es braucht so viel, dass ein Team funktioniert oder dass schlussendlich ein Einzelsportler seine Leistungen abrufen kann. Das fängt eben im Sommer im Konditraining an. Das Material von Ski, Skischuhe, Unterwäsche, Skidress selber, zum Servicemann, zu den Trainer, am richtigen Tag die richtigen ja, Schlüsse rausziehen aus der Piste, aus dem Material. Das sind einfach so viele Faktoren, die eine Rolle spielen. Und ich glaube, da haben wir einfach jetzt in den letzten Jahren alle gut weitergearbeitet. Es war eine Kontinuität dabei. Und ja, hat sicher auch jedem Athleten so Sicherheit gegeben. Und nachher letzten Samstag zum Beispiel am Kunisbergli, die zwei Höllenritte dort runter und nachher so viele Zuschauer. Für solche Momente lebt man auch, oder? Als Skirennfahrer. Ja, auf jeden Fall. Das war etwas Einmaliges, glaube ich, das ich so, ja, vielleicht nie mehr wieder erleben würde. Gerade mit den Emotionen, die jetzt hier aufgekommen sind, auch jetzt über die letzten paar Wochen natürlich mit dem guten Saisonverlauf, wo ja, der Druck schon da war, die Erwartung natürlich riesig. Das ist klar, habe ich auch verstanden, dass die von den Fans gross waren. Und nachher, dass sie so abriefen konnten, das war ganz, ganz schön. Du sprichst es an, die Erwartungshaltung von außen, aber logischerweise hast auch du selber eine Erwartungshaltung an dich selber. Wie gehst du mit dem um? Gerade bei Heimrennen ist der Druck noch viel grösser oder spielt es für dich keine Rolle? Ja, auf jeden Fall. Das habe ich jetzt in Adelboden schon gemerkt, dass der Heimdruck doch etwas grösser ist. Sowieso Adelboden der schwierigste Riesenslalom, den wir haben auf der ganzen Tour. Und als Schweizer wird man daheim natürlich besonders gut fahren. Und auch mit den Fans wieder, die letztes Jahr leider gefehlt haben, dieses Jahr wieder da, denen hat man natürlich gerade dieses Jahr speziell etwas eine gute Show bieten. Ja, die Show hat gestimmt, definitiv. Jetzt hier am Lauberhorn selber ist alles Mythos, oder? Aber für dich ein bisschen weniger, weil du nicht ganz so vom
Abfahrtszeiten herkommst. Ja, richtig. Ist immer für mich ein bisschen weiter weg. Ich habe natürlich im Fernsehen jahrelang heute noch verfolgt, das ist klar. Aber gleich ist zu mir, ja, als kleiner Bub, das Adelboden irgendwo immer näher gewesen. Ich bin dort als Bub zwei, dreimal, vier, fünfmal schauen, das Adelboden. Und hier in Wengen eigentlich nie. Und von dem her habe ich vielleicht zu dem Rennen einfach von klein auf irgendwo durch eine andere Verbindung gehabt. Du hast selber erzählt von euch. Du hast einen genialen Saisonstart gehabt. Du führst den Gesamtweltcup an. Vielleicht sollst du auch selber manchmal Punkte. Nein, ich weiss, man weiss es. Aber du schaust nicht jeden Tag gerade drauf. Aber ja, ist wahnsinnig, wie viel Vorsprung dass du jetzt in dieser frühen Phase oder mittleren Phase von dieser Saison hast. Du hast dir manchmal auch selber ein bisschen wie Kopf kratzen. Nein, ich habe einfach immer gesagt, es ist jetzt von Anfang an super gelaufen. Ich habe viele Punkte gerade sammeln und irgendwo durch. Ja, jeder Punkt, wo ich habe gesagt, vor einem Jahr oder wenn auch immer, den du schon hast, den nimmt er niemand mehr. Und es kann einfach ja, so schnell viel passieren. Gerade jetzt, glaube ich, dieses Jahr mit diesen ganzen Erkrankungen oder positiven Tests. Man muss nicht einmal krank sein. Und schnell verpasst ist ein, zwei Rennen oder mal ein, zwei, die nicht so gut laufen. Und genau in denen sind eben Gegner parat und holen die Big Points. Und dann kann es sehr schnell auf die andere Seite gehen. Das habe ich auch letztes Jahr miterleben als Jäger. Jetzt ist die Situation ein bisschen anders. Aber ich glaube, einfach mit jedem Punkt, wo man mehr ins Final geht, gibt es eine kleine Lockerheit. Ist das so, dass jetzt du auch schon denkst, ah, die grosse Kristallkugel, das wäre schon schön? Oder das schiebst du beiseite? Nein, sicher. Ich habe das eigentlich auch offen angesprochen, Anfangssaison, dass die grosse Kristallkugel vom Gesamt-Cup ein ganz grosses Ziel ist. Logisch, nach letztem Jahr schon für diese Saison, aber sonst auch mittel-längerfristig, dass das ein ganz grosses Ziel ist. Und jetzt ja, passt natürlich schon sehr viel, aber ich weiss auch, dass der Winter noch lang ist und eben von letztem Jahr, dass bis zum letzten Rennen nicht entschieden ist. Eine Kugel, du bist recht neu dran, kann man schon sagen, beim Riesenslalom. Da müsste schon noch viel passieren, dass die nicht in der Schweiz würde landen, bei Marc Odermatt. Ja, das ist so. Das habe ich jetzt in den letzten Tagen auch festgestellt, davor eigentlich noch nicht. Aber wir sind jetzt halt schon 5 von 8 Riesenslalom gefahren. Und wenn man über 200 Punkte Vorsprung hat, gibt das natürlich schon irgendwo durch eine Sicherheit. Aber man weiss auch, ich mag mich auch noch erinnern, beim Didier Guichen, der hatte 99 Punkte Vorsprung gehabt. Vor dem Finale und hat schlussendlich die Kugel verloren, was fast nicht möglich war. Und von dem her, ja, tue ich wirklich erst zu dem anerkennen, wenn es schwarz auf weiß so steht. Wir sind jetzt Anfang 2022 und noch in der Saison 17-18 bist du Juniorenrennen gefahren. Du bist dann auch am Schluss Junioren-WM gekommen, in Davos und super. Dann war klar, du bist ein Riesentalent, ist eine Bestätigung, hast du jetzt erbracht. Aber innerhalb von 4 Jahren fährst du jetzt zum Gesamtweltcup, also 3 Jahre, letztes Jahr ja auch schon. Wie ist die rasante Entwicklung? Wie lässt sich das erklären? Ja, ich glaube, wir haben einfach genau so weitergearbeitet und ich bin schon relativ früh in das Weltcup-Team gekommen, mit den gleichen Jungs, mit dem gleichen Trainerteam und haben einfach so können Schritt für Schritt ja, weitermachen und es ist immer super gelaufen, es hat immer ja, weniger gefehlt und mit dem Erfolg kommt das Selbstvertrauen und das hilft natürlich in solchen Situationen auch. Jetzt, du bist in Topform, schon die ganze Saison, jetzt kommt noch Kitzbühel, nachher Olympia. Olympia ist ja noch einmal ein bisschen höher, klar, Klassiker sind auch sehr, sehr wichtig für die Skirennfahrer. Aber wie haltest du die Topform bis Peking? Ja, ich glaube, das ist immer schwierig. Man weiss nie, wenn die kommt und geht. Wenn man das steuern könnte, das wäre alles ein bisschen einfacher. Aber es war sicher so, das habe ich von Anfang an gesagt, dass die Klassiker bei uns im Skisport einen riesen Stellenwert haben. Und das schätze ich sehr, das finde ich super cool. Und darum sind wir jetzt auch die 3 Januarwochen sehr, sehr wichtig. Da noch einmal im Weltcup Vollgas geben. Und wenn dann Peking wirklich alles klappt und man dort landet und negative Resultate alles hat, dann freue ich mich riesig drauf und ja, probiere auch dort wieder das Beste zu geben. Und gibt es irgendeine Disziplin, wo du sagst, ja, das würde mich besonders freuen, wenn ich dort etwas würde erreichen würde? Eine Medaille, die ja du sicher anstrebst. Du bist in diesem Jahr schon in 3 Disziplinen auf dem Podest gesehen. Also sagst du dir, ja, 1-2 Medaillen möchte ich dann schon? Oder das ist das falsche Denken? Ja, man tut jetzt das vielleicht nicht so immer vor Kopf, aber ist klar, wenn man so einen Saisonverlauf hat, will man nicht an die Olympischen Spiele und ohne Medaille heimgehen. Das ist natürlich klar, das ist das grosse Ziel, eine so eine Medaille gewinnen. Ob es jetzt im Riesen Super-G oder Abfahrt ist, kommt man jetzt da gar nicht drauf an. Aber ja, das ist sicher das Ziel.
Und die allerletzte Frage, Immen. Du bist so bekannt dafür, du bist jetzt auch noch Sportler des Jahres geworden, Schweizer Sportler des Jahres. Wie lebt sich das jetzt? Seit einem Monat bist du es etwa? Ja, ich glaube, das ist für das Prestige oder für die Medien etwas Grösseres, obwohl sie mich natürlich dort sehr, sehr gefreut hat. Ja, es ist die grösste Ehre, die ein Schweizer Sportler haben kann. Und von dem her etwas sehr, sehr Schönes gewesen. Aber gerade jetzt im Winter hat man natürlich den Fokus auf andere Sachen. Ja, vielleicht hast du ja auch nicht das letzte Mal gesehen. Du, das soll jetzt nicht falsch stehen, aber noch ohne Kugel und ohne WM-Medaille das gewonnen. Wenn jetzt natürlich Gesamtweltcup-Sieger verletzt, ist ja schon ein bisschen länger her. Oder? Das ist schon eine Riesensache, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich bleibe dran. Zuerst muss man die Saison gut überstehen. Und wenn es so ist, ist im nächsten Dezember wieder die nächste Wahl. Wunderbar. Merci vielmals fürs Gespräch. Bitteschön, danke.